Ja, hallo meine Fotzi-Bärchens und ja, heute kein Ping, weil ich muss fahren. Was für eine Scheiße. Was fällt den Leuten ein, einfach mal zu sagen, wir fahren außerhalb der Saison. Da ist bestimmt nicht so viel los. Und jetzt sitze ich hier im Auto und fahre in den Moviepark, ja. Scheiß Wetter, kein Ping. Das kann ja eigentlich nur schlecht werden. Trotzdem nehme ich euch mit, ja. Weil ihr habt es ja auch nicht besser verdient. Ja, und jetzt muss ich abschalten, weil ich muss ja fahren. Ne? Gleich steigen hier Kollegen ein, die wollen natürlich nicht gefilmt werden. Kann ich verstehen, wer will bei so einer Scheiße auch mitmachen. Verdammter Fick. So, jetzt sind wir angekommen, ne? Hier schön Moviepark. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel Disneyland Tokio. Ne? Das sieht man sofort am Eingang. Das ist halt alles deutsch und hier werden nicht Milliarden ausgegeben, sondern vielleicht mal Millionen. Ja. Ich war ja schon mal im Moviepark, ne? Wenn ihr euch erinnert. Ich glaube, das ist 3 Jahre her. Damals konnte ich saufen. Das hat die ganze Sache ein bisschen spaßiger gemacht. Heute halt mal ohne Ping. Aber mal gucken, wie das wird. Ich will zu den Turtles. Ja, mit Horrorwood ist hier auch nichts, weil dafür sind wir zu früh. Ne? Die ganze Halloween-Spaßsache, die fängt erst nächste Woche an. Na super. Hier, Area 51, erinnert ihr euch noch, ne? Die geile Scheiße, wo ich reingegangen bin. Mein Arsch war komplett nass und dieser komische Trockenautomat nicht funktioniert hat, das alte Fotzengerät. Wir erinnern uns, ne? Scheiß Fotzengerät, das war mein Arsch nicht trocken! Das war oben alles trocken, aber mein Arsch nicht trocken! Mann, oh! Da gehen wir heute auf gar keinen Fall rein, ist so schon nass genug, da muss ich mich noch nasser machen, als ich eh schon bin. Nicht vor Freude, das sag ich euch. Jetzt geht's hier runter, jetzt geht's runter. Ja, nein, nee, noch nicht runter. Scheiße! Jetzt! Juhu! Oh, ey! So, das war jetzt die erste hier, ne? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Egal, da waren wir letztes Mal auch drin. Ghost Chasers hieß das, ja. Jetzt geht's in das nächste lustige Fahrgeschäft hier. Gucken wir mal, wie das wird, ne? Ja, der Regen erschwert die Filmbedingungen etwas. Da tropft halt immer öfter mal auf die Linse, aber naja, komm. Jetzt mal so 2 Mini-Achterbahnen zum Anfang. Das ist ja ganz gut zum Aufwärmen, ne? Jetzt zu den Turtles. Und das finde ich nach wie vor total scheiße, ja. Lieber Moviepark, lasst euch da mal was einfallen. Es gibt auch große Turtles-Fans, weil hier darf man nur bis 1,50 Meter mitfahren. Und das finde ich eine Ungeheuerlichkeit. Jimmy Neutron jetzt hier schön, gleich geht's runter. Da könnt ihr meine Fresse sehen, wenn's abgeht. Jetzt geht's. Oh! Jetzt mal in dieses Van Helsing-Ding rein. Ne? Ich glaube, da waren wir auch letztes Mal, dass du so im Dunkelachterbahn rumfahren. Ne? Meine Güte, ey. Ich bereue es immer noch, weil wenn man betrunken wäre, ja, dann wäre das noch immer viel, 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 viel lustiger. Aber naja, muss man halt so das innere Kind ein bisschen rauslassen.
Und ich hatte ja auch Spaß, habt ihr ja eben gesehen, ne, bei der Achterbahn. Schnappt euch die Waffe und bringt euch in Sicherheit. Es ist sehr dunkel jetzt. Waffe schnappen. Von da oben kommt was. Yeah! Juhu! Ach du Scheiße! So, jetzt hier 4D-Kino, ne? Schön hier Wile E. Coyote und Roadrunner. Ach, das ist schön. Das habe ich immer gemocht. Oder das mag ich immer noch, ne? Die Erdbebenpillen. Ich sage euch, die Erdbebenpillen. Ja, das war jetzt das 4D-Erlebnis mit den Looney Tunes. Wile E. Coyote und der Roadrunner finde ich ja super geil. Das 4D deswegen, weil man halt so 3D-Brillen aufgesetzt hat und die Sitze sich bewegt haben, beziehungsweise so Wind ins Gesicht geblasen bekommen hat. Ist eine ganz nette Sache. Beim Regen so und so immer geil, weil da sitzt man zumindest drin und ist trocken. Freunde, also das sind ja so Sachen, da kriegt man mich auf gar keinen Fall drauf. So mit Drehen und so, da kenne ich 1000 YouTube-Videos, wenn der Überschlag kommt, läuft die Kotze unten schon raus. Ganz so schlimm nicht, aber nichts für mich. Oh, Warsteiner Salon. Wie gerne hätte ich einen Warsteiner. Zumindest das ist ja nicht so mein Lieblingsbier, aber egal, es ist ein Bier. Es ist ein Bier. So, jetzt schön Holzachterbahn. Ja, wupp, wupp, genau, rein in die Scheiße. Oh nein, oh, jetzt geht's voll. Mann, 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 das ist so geil. Da jetzt mit der Kamera drauf wäre ja Selbstmord, ne? Das lassen wir dann mal lieber sein, weil dann habe ich die bestimmt in der Fresse oder liegt in der Botanik und ich kann euch nichts liefern. Das wäre schade, ne? Deswegen gucken wir mal von hier unten zu. Ja, wenn man so fast allein in dem Park ist, dann ist das sehr klein und man ist da auch schnell durch. Keine Ahnung, wie lange bin ich jetzt hier? 2,5 Stunden vielleicht, 3 Stunden. Und wir sind alle Fahrgeschäfte schon mehrfach gefahren. Und naja, ist halt ein bisschen kleiner. Warum gehe ich eigentlich rückwärts? Keine Ahnung. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich hier im Moviepark was esse. Ne? Wird dann hier schön in so einer Schale geliefert, wenn man aufmacht. Was hat man da? Einen schmierigen Burger. Schon so ein bisschen platt gedrückt. Ein paar Kartoffeln dazu. Pommes frites, auch genannt im Volksmund. Kostet mit Getränk in der großen Portion 9,70 €. Ja, ist vielleicht 1 € oder 1,50 € teurer als bei Burger King. Naja, das muss man denen ja zugute halten, ne? Also wenn man Doppelmenü bestellt mit Doppelpommes, dann kriegt man auch Doppelpommes. Also die Pommes sind echt üppig. Und ich bin tatsächlich satt. Na doch, Chapeau. Habe ich hier noch irgendwas in der Ecke hängen? Wahrscheinlich ist es auch egal. Ab in die Time Riders, die wilde Zeitmaschine. Die läuft jetzt auf Hochtouren, weil jetzt kommt der Minister. Habt ihr gehört? Dann macht sofort Sepp, Dingel, Ding, Dang. Und dann sind wir 10.000 BC. Da, wo die Welt noch in Ordnung war.
Ja. Ich will ein Bier. Wir drehen hier in der Timeras, hier in der Monster-Menschen-Knall-Bonbon-Stimmungskanone-Fahrzeuggeschäft. Ja. Das haben sie mal gut durchgerüttelt. Nur nach dem Essen war das, ja, das war ein bisschen verdaut. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ist das noch zeitgemäß? Nicht, ja, nicht so wirklich. Diese Fahrradgeschäfte gab es halt schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Oder noch länger, 15 Jahre. Ja, so langsam wäre es echt auch da mal Zeit für was Neues. Ich würde ja gerne dieses, den Millennium Falcon hier in Galaxy's Edge mal fliegen. Aber ich denke, das wird wohl nur ein Traum bleiben, weil erstmal da hinkommen und dann irgendwie $150 für einen Eintritt, das ist schon etwas hart. Aber so in die Richtung müsste man eigentlich mal gehen, um das ein bisschen zukunftsgerechter zu gestalten. Weil keine Ahnung, wie oft ich schon im Moviepark war, aber diesen Fahrgeschäft, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Naja, was soll's. War jetzt Spaß, mal wieder gemacht zu haben, ne? So, das ist jetzt die ganz neue Attraktion hier, ne? Die Starfleet Academy, irgendwie so ein Star Trek Ride. Aber, ja, seht ihr diese Spitze da oben? Diese spitze Dingen? Genau, so hoch geht das und dann fällt das bestimmt runter. Also meine Kamera kann ich da nicht mitnehmen. Die verliere ich auf jeden Fall. Das sieht auch sehr bedenklich aus, will ich das mal sagen. Ja? Also für mich bedenklich, nach dem Essen und so, ihr versteht. Meine Güte, wäre ich doch besoffen. Irgendwie dann wäre ich risikobereiter, ganz einfach. So. Ja, es muss ja. Und dann gucken wir mal gleich, wie es war und so. Dann können wir mal ein bisschen chillen, ein bisschen Riesenrad fahren. Warum nicht, wenn man schon hier ist? Warum nicht? So, das ist nämlich auch die Star Trek hier, Starfleet Academy, tralala. Da geht das dann hoch, ne, zurück, bleibt im Looping stehen und dann nochmal mit Vollschub vorwärts. Muss man mögen. Und jetzt ist auch mal langsam so der Punkt erreicht, wo man eigentlich nach Hause fahren könnte. Ja, nach Hause. Ja, ich höre jetzt auch aus dem Hintergrund nach Hause. Vielleicht keine schlechte Idee. Machen wir dann gleich mal, ne. Wie ich eben schon gesagt habe, nach dem Riesenrad jetzt hier nochmal den Looping vielleicht. Und dann geht's mal so langsam Richtung Heimat. War ein ganz schöner Tag. Ohne Bier, ohne Ping. Aber es ist halt blöd, wenn man der Fahrer ist. Dann habe ich hier noch was Feines, zumindest als Mitbringsel. Hol ich mal raus. Hier für die Dame gekauft, ja. Für die Dame des Hauses. Was da drin ist, verrate ich aber nicht. Warum sollte ich das verraten? Manchmal muss man auch das Mysteriöse in Nebel verhüllten Schwaden schweben lassen. Mit diesen Worten sage ich, zu viel Internet ist ungesund und jetzt abschalten. Ne?